Du bist ein Kaffeeliebhaber, du bist ein leidenschaftlicher Fotograf, du bist ein Wanderer. Du bist gerne alleine, das weiß ich. Aber auch nur, um zu reflektieren und um genießen zu können. Du bist aber auch gleichzeitig genauso leidenschaftlich, wenn es um deine Mitarbeiter geht. Dafür, das kann ich sogar mit meinem Namen unterschreiben, das weiß ich. Wenn jetzt jemand zugucken sollte und sagen sollte, ich würde gern mit und für diesen Mann in diesem Unternehmen arbeiten. Was ist das? Was sind die ein, zwei Dinge, wo du sagst, das muss er oder sie haben. Das ist mein Must-Have, weil alles andere kann ich dem oder ihr beibringen. Aber was muss man haben, was muss man mitbringen? Eine gesunde Einstellung zu seinem eigenen Leben muss man mitbringen. Was heißt das? Was das heißt, also ich muss quasi jetzt nicht mit mir im Reinen sein, ich glaube, das sind wir alle irgendwie nicht so ganz, aber ich muss schon wissen, okay, wo will ich denn hin? Und ich muss auf jeden Fall das Ganze immer auf dem Gesundheitsaspekt auch betrachten. Passt das Ganze zu mir, was ich mache? Ich mag niemanden, der jetzt dann zu mir kommt und sich da verbiegen muss, nur weil er bei mir arbeiten möchte, sondern das muss schon gesund sein im Sinne von, ja, wohltun, dass es für ihn selber passt. Also das finde ich ganz arg wichtig und das ist so ein Thema, wo ich gerade so ein bisschen am Schauen bin. Einen Monat dabei, mein Team erstmal kennenlernen, passt das alles soweit? Also momentan habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das alles ganz gut passt. Aber das ist so eine Grundvoraussetzung, dass man so für sich selber gesund denkt, das Ganze. Was muss derjenige noch mitbringen? Ja, auf jeden Fall eine große Loyalität dem gegenüber, was man tut und hinter dem zu stehen, was man macht und was man sagt. Das wären jetzt so zwei, so drei Features, was man sagt, okay, was mir wichtig wäre jetzt aus dem Stegreif Das heraus. hieß ja, man sollte nicht zu euch kommen, wenn man Geld verdienen will. Man sollte zu euch kommen, weil man Spaß und Leidenschaft dafür hat, Menschen etwas beizubringen und in einer Industrie Weiterbildung zu schaffen. Und fachlich muss man auch nichts mitbringen, eigentlich, in dem Sinne. Ja, doch, das sind die Hard Skills quasi. Die sollte Ach man so, die schon Hard mitbringen. Skills, die brauchst du auch, okay. Ja, klar. Also klar, wenn ich, es war jetzt eher so dieses Thema, so diese Soft-Skill-Ecke, wo ich jetzt eher reingeschaut habe. Ganz klar, Ja, Hard fair. Skills musst du natürlich schon im Vertrieb mitbringen, etc. Als Trainer musst du Hard Skills mitbringen. Das ist der Handwerkskasten, den setze ich dann einfach mal voraus, wenn man da eine Tätigkeit hat. Aber ich finde es eher so bezogen so auf das Zwischenmenschliche, auf das Miteinander. Dann sollten schon diese Mensch sein oder mit sich selber gut dastehen, gesund dastehen, Loyalität sich selber und dem Team gegenüber beweisen. Das sollte auf jeden Fall wichtig sein. Aber ich Die glaube, Frage es ist ist eher tatsächlich weniger auch. denjenigen, der was sich immer so arg in den Vordergrund drängt. Den gibt es auch immer mal wieder. Der ist ab und zu in seiner Rolle, ist er ganz gut. Das gefällt auch, das passt auch zu einem Team. So was brauchst du auch im Team. Einer, der was immer ein bisschen nach vorne prescht, um die anderen dann noch mitzuziehen. Aber ob man dann konstant braucht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das muss man gucken. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Teamgefüge. Und trotzdem, wie gesagt, ich habe es jetzt so ein bisschen spaßig, flapsig gesagt. Ich glaube, es ist sicherlich die Voraussetzung, dass man fachlich oder in dem Umfeld, wo man unterwegs ist, dass man da gut ist, dass man da was drauf hat, dass man da eine Bereitschaft hat, sich auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dann kommt sehr, sehr schnell, oder das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, weil ich meine, sonst kann es wahrscheinlich auch schwer zusammenzuarbeiten. Und dann ist, glaube ich, sehr, sehr viel, sage ich mal, diese weichen Faktoren, wie Tolga ja auch so ein bisschen gesagt hat, die vielleicht auch jetzt in der letzten Zeit oder gerade jetzt auch nochmal wichtiger geworden sind, die man rausstellt, wo man auch selber vielleicht dann auch wieder mehr Sinn und Zweck dahinter sieht, warum man das macht, warum man mit der Person zusammenarbeitet. Ich meine, trotzdem, auch wenn man im Homeoffice ist, wie viel Zeit verbringt man mit den Menschen am Arbeitsplatz? Das ist halt ja auch ein sehr, sehr hoher zeitlicher Aspekt. Deswegen glaube ich, wird das immer wichtiger, gerade wenn du sagst, du willst Leute haben, die da so eine gewisse Balance einfach für sich haben, gesund mit sich umgehen, mit dem, was sie tun, was sie erreichen wollen, dann macht das natürlich extrem viel Sinn. Ich habe in dem Zusammenhang, wenn man das verlangt, was du da verlangst, das ist ja kein Hexenwerk. Du hast gerade gesagt, das gesunde Bewusstsein für das eigene Leben. So, das ist eine Sache, die fällt uns dreien, glaube ich, sehr, sehr leicht zu sagen, was gut läuft und was nicht. Und wir können das auch einordnen. Wie geht das in die andere Richtung? Wenn ich jetzt heute ein Kandidat bin, der möchte gerne bei euch arbeiten und ich sehe Dinge, wo ich sage, das passt nicht zu dem, was ihr kommuniziert. Also euer Employer Branding quasi hält nicht aus, was ihr gerne bereit seid zu sein oder zu kommunizieren. Ist das eine Fähigkeit? Also,
Kritik oder Kritikoffenheit und die Bereitschaft, Kritik auszusprechen von Mitarbeitern. Ist das eine Sache, die bei euch oder aber auch allgemein heutzutage eine Sache ist, die an Wichtigkeit gewinnt? Muss man auch so ein bisschen Typ sein, um unbequeme Dinge ansprechen zu können? Können Unternehmen wie Grollmus das aushalten? Ja, definitiv. Definitiv kann Grollmus das aushalten. Also das habe ich jetzt schon gespürt. Man ist, ja, ich mag es immer dazu sagen, ja, diese offene Türpolitik oder was weiß ich, das sagt ja jeder Chef ganz gerne. Ich meine, die Türen sind immer offen und in Wirklichkeit sind sie es nicht. Aber das habe ich jetzt schon festgestellt, wenn du mit Punkten ankommst und es soll dann wirklich, es muss dann schon untermauert sein und es muss schon was da sein an Substanz, dann ist man dafür auf jeden Fall offen und man ist auch offen, sich dazu bewegen. Also man sagt, okay, dann müssen wir vielleicht den Spirit nochmal in 2-3 Jahren nochmal neu hinterfragen, wenn jetzt neue Mitarbeiter da sind. Passt denn der jetzt noch zu diesem neuen Mitarbeiterumfeld, dem, was die Mitarbeiter vor 2-3 Jahren mal entwickelt haben, diesen Spirit? Also ich glaube, da ist eine sehr große Offenheit da, eine sehr große Loyalität den Mitarbeitern gegenüber da und man hat auch eine gewisse Sensibilität zum sagen, hey Christian, wenn was nicht passt, dann komm vorbei, dann reden wir miteinander. Und ich glaube, so wird es immer gelebt auch. Und es wird nicht nur leer gesagt. Also so habe ich es jetzt mitbekommen. In der kurzen Zeit. Also das auf jeden Fall. Und es wird angenommen und es wird nachgefragt. Also es wird definitiv nachgefragt. Es ist auch so, Bewerbertage, wo jetzt stattfinden, man wird dann nachgefragt. Passt es zu dir? Könntest du dir vorstellen, mit diesen Menschen zu arbeiten? Das finde ich wichtig. Und das ist wichtig und dann kann man offen und klar sein Feedback widerspiegeln und da ist einem keiner irgendwie böse oder sonst irgendwas, sondern es heißt, okay, danke da dafür. Also es wird sich bedankt. Das ist gut. Ja, ich finde das sehr wichtig, dass man da wirklich nachfragt und sich aktiv das Feedback einholt. Ja. Man sagt, wo stehen wir gerade bei dir emotional und hast du ein gutes Bild von uns oder was glaubst du, was können wir ändern? Und da muss man aber auch die Bereitschaft zeigen und das Engagement zeigen, das dann auch zu ändern, wenn es halt für mehr als nur einen wichtig ist.